Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ja, heute hat der Farang mal gekocht, also ich. Und zwar habe ich Spaghetti gemacht für alle. Und unsere Kleinen mögen das sowieso, der Rakin und die Wang Mai. Aber auch alle anderen, die sind immer begeistert, wenn ich Spaghetti mache. Mache ich immer ab und zu. Also, die sind jetzt fertig, es ist alles noch heiß. Ne? Man sieht die Spaghetti und die Soße ist auch sehr gelungen, finde ich. So, und dann noch ein bisschen Salat dazu und das ganze Zeug ist alles noch heiß. Ja, da haben wir auch Käse natürlich, den Parmesan. So Leute, also. Ist alles noch heiß, wir müssen noch ein bisschen warten. Aber die Kang und der Pet, der Kang und die Pet, so. Die sind im Café da. Aber die kommen auch gleich, wir haben sie schon angerufen. Und dann, ja, dann wird gegessen, Leute. Ne? Also wir fangen schon mal an, wir wissen ja nicht, bis die kommen. Aber jedenfalls, die Kinder sind begeistert. Und gleich jetzt los. Sei es noch heiß, wie gesagt, schauen wir noch mal kurz zu unserem Pool. Da haben wir ja auch jede Menge gearbeitet. So. Also. Sieht doch schon schön aus, ne? Hey, und das ist unsere Amonrad, ja. Dir schmecken ja auch die Spaghetti. Also wie gesagt, wenn der Farang kocht, sind alle begeistert. Okay, einen kurzen Blick zum Pool. Da haben wir ja richtig sauber gemacht, Leute. Und heute tun wir noch mal ein bisschen sauber machen und das Wasser wieder rauspumpen. Und das war's dann. Dann geben wir die Pumpe zurück. Also man sieht, es ist noch ein bisschen Sand und so, aber kein Vergleich zu dem, was es war. Und so wie es war, nicht? Und ich habe so den Eindruck, diese Falten hier sind auch etwas zurückgegangen. Und der Trick dabei ist, wenn man das Wasser wieder reinlässt, hat man mir gesagt, soll man zuerst einfach nur so, was weiß ich, 10 cm oder so, und dann der Folie Zeit geben, dass ich da richtig spannen kann. Nicht? Also man versucht das auch mit der Hand und so die richtig. Und dann, wenn jetzt nur 10 cm Wasserhöhe da drin ist, wird das Wasser auch warm und das kann sich dann besser, ja schauen wir mal. Wir versuchen jedenfalls diese Falten da irgendwie rauszukriegen, so gut es eben geht. Und ja. Dann bleibt das erstmal so, Leute, weil die Folie, ja, ist jetzt die Farbe weg, aber sieht nicht unbedingt auch gut aus, aber die ist noch dicht. Also dann reicht kein Wasser und daher habe ich gesagt, lassen wir es erstmal so und machen aber schon Pläne beim nächsten Mal, wie gesagt, ohne Folie, Beton fließen wahrscheinlich, so wie es aussieht, ist etwas teuer, aber man macht es einmal und dann hat man keine Probleme mehr. So, wie gesagt, die Pumpe sehr leistungsstark, werden wir heute dann unserem Can zurückgeben. Und ja, hoffentlich brauchen wir sie nicht nochmal. Ne? Also wie gesagt, noch einmal ein bisschen sauber machen da, ein bisschen mit Wasser so spülen und dann das Ganze nochmal absaugen. Und das war's dann auch. Dann tun wir stufenweise das Wasser wieder reinfüllen. Und ja, mit dem Filter und so, da kommt dann der Fachmann nicht und jedenfalls den Sand mal zu wechseln aus dem Filter und zu diesem Emaux-System zu schauen, ob das wirklich noch tut. Sollte es kaputt sein, sollte es hinüber sein, habe ich schon gesagt, das Herzstück 25.000 Baht investiere ich nicht mehr, weil ich bin von diesem System nicht so begeistert, habe ich schon gesagt. Und deshalb bleibt es dann einfach ohne, also normaler Pool, ohne Salzwasser. Ich glaube, Salzwasser und Folie, ob sie das wirklich verträgt, da habe ich auch so meine Zweifel. Aber wie gesagt, ich bin halt kein Fachmann und deshalb, ja, mal sehen. Aber wie gesagt, erstmal bleibt es so. Und wenn es soweit ist, dass die Folie total hinüber ist, dann kommt Beton und Fliesen, keine Folie mehr. Okay. Und ansonsten hier, wir sind da immer noch am Aufräumen und dann zwischendurch, meine Frau muss auch ihre Clip abmachen, die ganzen Vorbestellungen bedienen. Wir kommen langsam voran und das ist okay so. Unsere Hunde im Schatten.
So, die Kleinen, die können es kaum erwarten, aber es ist immer noch heiß alles, wie gesagt. Ja, Leute, sieht doch lecker aus, mal was anderes, nicht? Ich meine, das thailändische Essen ist natürlich auch ganz gut, aber ab und zu möchte man schon auch mal was anderes, ne? Jetzt mal für die Kiddies. Ron, heiß. You put, Leute? Nee, put for me, put. Ja, der Frank hat den größten Teller, ne? Er hat am meisten Hunger. Enough, thank you, Schatzi, thank you, Gottes Willen. Wie du, ich auch. Und dann wahrscheinlich kommt der Kang und nimmt das zum Mitnehmen, bringt der Pet auch, weil die Kanne muss ja dort bleiben beim. So, und jetzt kommt noch der Parmesan. Ey, Leute. Also, was will man da mehr? Put for me too, ja. Dazu ein Salat und so. Also Leute, herrlich. Unsere Mimi. Ah ja, zeigen wir es nochmal aus der Nähe, ja. Lecker. Und die Mimi kriegt auch was ab, klar. Ja, das ist schon noch. Ja. Okay, Leute, also ein Tag wie jeder andere hier vor dem Haus. Ja, da gibt es auch noch jede Menge zu tun. Ich habe jetzt mal gemäht ein bisschen und ja, da wird dann noch mal gemäht, bis ich wieder mit dem Rasenmäher rein kann. Und ja, schön langsam, langsam aber sicher. Ne? Ist halt immer, meine Frau ist ja auch immer wieder beschäftigt mit ihrem Clip-Up, wie ich schon sagte, und deshalb kommt, geht das nicht so schnell, aber Hauptsache es wird gemacht, nicht? Und ja, ist okay so. Gut, dann wollen wir mal essen gehen, ne? So Leute, jetzt schauen wir mal, probieren wir mal, was der Frank da gekocht hat, ne? Oh ja, das sieht ja schon mal ganz gut aus, ist wie gesagt alles noch heiß, aber ich werde es jetzt trotzdem mal probieren. Hm. Herrlich, Leute, einfach köstlich. Gut, das ist schon was Besonderes, Spaghetti hier in Thailand, das hat man nicht jeden Tag. Und wie gesagt, die Kiddies mögen es. Ja. Okay, ist noch ein bisschen heiß. Und ansonsten gibt es nicht viel zu berichten, ein Tag wie der andere hier. Heute ist Montag, hat meine Frau jede Menge Vorbestellungen. Dienstag dann für den Markt vorbereiten am Mittwoch und so. Geht das weiter, mal sehen, wann dieser Chang jetzt kommen kann mit dem Pool. Das ist ja auch interessant zu wissen, was jetzt auf uns zukommt demnächst, also der Kostenvoranschlag, wenn wir das jetzt wirklich dann irgendwann machen, mit Beton und Fliesen. Das ist halt, ich glaube, die beste Variante, ist sicherlich teuer. Schauen wir mal, im Moment ist das nicht möglich. Es fehlt einfach auch an der Kohle, das heißt, es fehlt. Ich möchte das Geld jetzt nicht für sowas raushauen, weil, wie gesagt, man weiß ja nicht mit der Rente, wie es ist. Sollte es da nicht klappen, dann könnte es schwierig werden. Also ich möchte mich auch nicht übernehmen. Nicht? Aber gut, wie gesagt, die Folie tut es noch. Und ja, ohne Pool ist jedenfalls nichts. Ich bin froh, dass ich diesen Pool habe mit Folie oder mit anderen. Jedenfalls, ich kann auch nicht sagen, dass alles schlecht war. Wie ich schon sagte, ich habe mehr als sechs Jahre jetzt meinen Spaß gehabt mit diesem Pool und nicht nur ich, die Kinder auch und alle sind begeistert. Man könnte ihn sicherlich besser machen, aber es geht auch so. Ne? Ist immer eine Frage auch, wie viel Geld man ausgeben möchte und wie viel man ausgeben kann, nicht für sowas. Und ja, aber ich sage es nochmal, ein Pool hier in Isan, der ist einfach schön. Das ist für mich jedenfalls ein Muss. Okay, Leute, und
ja, das war es dann auch schon wieder mit einem ganz kurzen Video heute an diesem Montagmorgen. Was heißt morgen? Es ist schon 11 Uhr. Und ja, euch noch einen schönen Start in die Woche und dann bis zum nächsten Mal, euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand und tschüss. Akin, Aroy. Look, Akin. Akin. Aloy, né? Aloy, né? Okay, Junge.